So, willkommen zurück, liebe Zuschauer. Eine weitere Folge Elden Ring ist am Start. Und ja, wir wollen heute uns in dieser Folge dem Tunnel von Limgrave widmen. Ich hoffe natürlich, dass wir da so wie im Tunnel von Morn genauso einen geilen Farmspot für Schmiedesteine finden. Das wäre nämlich sehr, sehr edel, denn wir brauchen unbedingt Zweier- und Dreiersteine. Das wäre natürlich absoluter Jackpot. Das würde ganz anders schieben, wenn wir das jetzt da drinnen finden würden. In der letzten Folge haben wir hier in dem Sumpf hier den riesen Drachen hier besiegt. War auf jeden Fall eine ganz geile Geschichte. Wenn ihr da Bock drauf habt, gerne letzte Folge mal nachschauen. Und wenn ihr selber mal kämpfen wollt, hier oben, wo war er gewesen? Mega Fun gemacht, mega epischer Kampf gewesen. Sehr, sehr geil. Zieht es euch auf jeden Fall rein, die letzte Folge hat mega Spaß gemacht. Und jetzt wollen wir uns den Tunnel von Limgrave widmen. Und ich hoffe, Leute, ich hoffe wirklich, dass wir hier so einen Farmspot entdeckt haben, wie beim Tunnel von Morn. Ah, und da seht ihr auch schon, da können wir eigentlich auch noch mal rausspringen. So, wir werden die Gnade mal kurz klar machen, dass wir da auf jeden Fall rasten können. Ich sehe auch schon da hinten irgendwelche Werkeln. Also irgendwas wird da wieder abgebaut. Vielleicht haben wir ja Glück, Leute. Vielleicht haben wir Glück. Ja, irgendwas baut der da ab, der Dude. Ein 1er Schmiedestein. Schade. Gut, bin ich jetzt nicht traurig drüber. Wir brauchen aber aktuell die Zweier und die Dreier ganz wichtig. Das ist jetzt hier das, was wir unbedingt brauchen. Aber schmeißt er hier mit Stein auf uns? Ja, die sind anscheinend so hart, dass du da andauernd abblocken tust, wenn du die schlägst. Batz, kriegst du einen und Batz noch einen. Wieder ein Einser, schade. Komm mal her. Ah, daneben. Und er gibt noch einen hinterher, auf ganz entspannt. Komm. Okay, fallen lassen tut er aber nichts. Ja, gute Frage. Wo geht man jetzt als erstes lang? Ich würde sagen, hier durch den Tunnel. Gut, den Fahrstuhl möchte ich jetzt aktuell noch nicht benutzen. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nochmal zurück. Wir werden uns sicherlich hier wieder auch einen Bossfight stellen müssen. Wieder ohne Gnade vorher. So wie beim letzten Tunnel. Schon wieder daneben. Ein 1er Schmiedestein. Also so wie es aussieht, ist es hier immer in diesen Tunneln verbunden mit Schmiedesteine. Ist natürlich sehr gut zu wissen, dass wenn du die brauchst, dass du die farmen kannst. Aber ich würde gerne wissen, ob es hier irgendwo genau einen gibt, wo ich die Zweier oder Dreier farmen kann. Oh, nicht schon wieder Ratten. Ich hasse Ratten wie die Pest. Die hauen mir die ganze Lebensleiste weg. Da hinten ist ein Item. Sehr, sehr dunkel hier. Schmiedestein 1er. In mein Tasche rein. Okay, dann sind wir, glaube ich, hier unten durch. Hier war nur der Dude. Dann können wir tatsächlich den Fahrstuhl benutzen. Warte mal. Nö, wir machen das einfach mal so. Ah, Mist. Schon wieder vergessen. Ach, jetzt fährt er hier runter. Was ist denn hier los? Kann ich den aber auch wieder zurückholen? Wenn der fertig ist mit Hochfahren? Ja. Gut. Dann gucken wir mal weiter. Wenn nicht, dass wir jetzt hier schon beim Boss angekommen sind. Leute. Ach nee, Leute.
großer Sch. Was ist denn hier los? Was war das? Großer Schimmersteinüberrest. Hat er da etwa durch. Ach nee, der Köter war das hier. Oh, jetzt muss ich aber kurz mal. Schnell weg hier. Boah, was war das denn gerade? Die haben mich gerade echt nicht rausgelassen aus der Animation. Einser Schmiedestein. Ja, kannst du vergessen. Den zweiten, nach dem er aufsteht, den versemmel ich jedes Mal. Okay, das war's hier anscheinend schon. So, ich glaube, da mussten wir runterspringen. Jo. Ja, toll. Toll. Ganz großes Kino. Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Warum tut man sowas? Ja, ich habe versagt. Okay, das funktioniert. Aber wir müssen auf der anderen Seite da mal runterspringen. Ja, rüberspringen. Bevor er ganz hoch fährt, wisst ihr? Springen wir nämlich dann einmal vorher ab. Und zwar hier. Ich hoffe, das ist richtig jetzt. Ja, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht, Freunde. Ah, hier ist auch wieder sehr dunkel. Einser Schmiedestein. Gut, wir werden hier nichts anderes außer Einser kriegen. Aber er wartet hier schon. Mit seiner Fackel. Schimmersteinüberrest. Ach, der schießt mit seiner Laterne. Boah, was ist denn hier los? Leute, entspannt euch mal jetzt. Ja. Er lässt sich auch nicht davon abhalten. Die stoppen ihre Animation nicht. Wie sind die auch Stein oder so, die Typen? Ja, jetzt macht er. Ja, natürlich. Natürlich machst du dein Angriffsmuster ganz anders jetzt. Sprengstein? So, den versemmel ich wieder. Nee, diesmal nicht. So, ein 1er Schmiedestein. Ja, wir kriegen hier nur 1er. Hast du keine Chance. Gut, was will ich auch erwarten? Wir sind hier im Anfangsgebiet. Da wird es nur 1er geben. Okay, hier hätten wir auch nochmal springen können. Da war oben was gewesen. Da war oben was gewesen. Dunkelschmiedstein, glaube ich, oder sowas. Wir gucken nochmal. Ja, da ist irgendwas. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt hin? Ja. Dunkelschmiedstein. Und denke ich mal, der Boss hier war.
Und schon wieder keine Gnade vorher. Ich verstehe es nicht. Hier noch ein Einser. Jawohl. Ah, da drinnen geht es wieder ab, ich sag's euch. Jawoll! Ja, mein Großer, du bist aber viel zu langsam. Du kriegst die volle Packung. Drei Schläge bist du hinüber, mein Freund. Das tut mir leid. Medaillon des Brüllens. Da bist du einfach viel zu langsam gewesen, mein Freund. Ja, sehr geil. Haben wir auf jeden Fall jetzt einen weiteren Farmspot entdeckt für Schmiedesteine Stufe 1. Kann man auf jeden Fall mal reingehen. Ist auch gar nicht so schwierig. So, ich würde ganz gerne. So, ich würde ganz gerne jetzt aber mal gucken, dass wir hier wenigstens den Teil der Karte hier freischalten. Dass wir einmal kurz hier hingehen. Und eventuell dann noch einen Abstecher hier machen, dass wir das Gebiet auf jeden Fall erstmal freigeschaltet haben. Okay, Leute, hier dürften wir vom Level her, glaube ich, gar nicht sein. Deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig unterwegs jetzt. Ich bin hier nur einmal durchgeritten, um zu so einem Farmspot zu kommen. Da hinten ist er. Sehr schön, also das haben wir jetzt hier schon aufgedeckt. Jetzt bräuchten wir rein theoretisch noch hier das hier unten. Da würde ich sagen. Ui, noch ein Drache und tschüss. Den, darum den werden wir uns später kümmern. Nicht jetzt mit diesem Level. Hier ist alles voller Drachen, Leute. Na gut, der namensgebende Ort, der sagt's auch. Aber dass hier so eine riesen Drachen sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier kannst du auf jeden Fall gut abgehen, wenn du Bock hast, Drachen zu killen. Denke ich mal, wenn wir so weit sind, vom Level her und von der Ausrüstung, werden wir uns den auch gönnen. Okay, da geht es ganz tief nach unten. Wir müssen aber. Gut, wir können schnell eine Schnellreise hier hin machen und dann folgen wir dem Pfad. So, die Stelle kennen wir ja hier schon von dem Farmspot, von der Rüstung. So, und jetzt einfach. Hier so lang. Hier müssen wir kurz aufpassen, dass hier nicht die Invasion kommt. Hat er uns echt noch gekriegt, die Sau. Jetzt müssten wir eigentlich hier bald. Guck mal, wir nehmen die Grenade hier noch mit, auf ganz entspannt. Und dann rein theoretisch jetzt hier nur noch rechts ein Stück halten. Und dann haben wir auch hier die Karte. Da hinten sehe ich die Säule schon. Krasses Gebiet. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir da unterwegs sind. Guck mal, den Händler hier können wir uns kurz mal angucken, was der anbietet. Sehr schön. Haben wir. Ja, aber das Gebiet hier noch nicht. Da wird bestimmt die Säule. Guck mal, da ist sie. Komm, das decken wir heute auch noch auf. Wir gucken uns mal schnell den Händler an, was der hier Schönes hat. Na, erstmal will ich gucken, was du hast. So, für 4000 Steinschwertschlüssel ist jetzt aber wirklich kein Angebot aktuell. Haben wir schon mal günstiger gesehen bei deinen Kollegen. Ja,
Ja, das ist halt immer so eine Frage. Nehme ich die Dinger hier mit, diese Notizen kommen die mal mit. Für 800 ist ja jetzt eigentlich geschenkt. Aber das ist jetzt hier die Frage. Für 4000? Ach komm. Bevor wir wieder alles verlieren, nehmen wir mit. Ja, gerne in die Kommentare, was man mit diesen ganzen Notizen und sowas macht, mit diesen Handwerksfummeleien hier. Wir gucken nochmal kurz, damit ihr Bescheid wisst, was ich meine. Hier, diese ganzen Dinger hier, die ich hier habe, wie ich die einlöse, bitte mal in die Kommentare. Genauso wie hier diese Schriftrollen und diese Bücher. Gut, gibt es einen studierten Zauberer und einen, ja, okay, da weiß ich Bescheid, aber hier erweitert das Handwerk-Repertoire. Muss ich das vorher aktivieren oder ist es jetzt einfach so schick, wie es ist? Das würde ich gerne mal wissen. So, und jetzt eigentlich immer nur geradeaus. Und dann müssten wir die nächste Karte freischalten, dass wir da auf jeden Fall erstmal Licht ins Dunkle bringen. Und dann können wir von mir aus eigentlich in der Story jetzt weiter voranschreiten. Ich möchte meinen, wir sind bereit, ein Stück weiter zu gehen. Leute, ich habe vergessen, dass hier Drachen sind. Okay, ich hoffe, wir können noch abhauen. Da habe ich schon mega Bock, die hier alle nach dem anderen, eins nach dem anderen hier zu legen. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir soweit sind. Das wären epische Kämpfe, sage ich euch. Sternlichtsplitter haben wir auch schon den dritten jetzt. Da bin ich auch mega gespannt, wofür die sind. Da ist auch wieder ein Schloss. Denk mal auch ein Dungeon wieder. Aber hier dieses Gebiet, da möchte ich wirklich erst hin, wenn wir so weit sind vom Level und von der Ausrüstung her. So. Ja, wir müssen da um die Burg rumreiten. Wir hitten die mal kurz an. Was sind denn das? Die Riesenkakerlaken? Guck mal, Mann. Oh, Leute. Ja, wir sind hier definitiv zu schwach für die Gegend. Schnell weg hier. Wahnsinn, wie schnell die Gegner gewesen sind. Guck mal, der Hund. Der Hund. Der ist schneller als wir. Boah, da sind sie wieder. Ah, die hören auch nicht auf, Argo zu ziehen. Ja, da haben wir noch ein bisschen zu tun, bis wir die schaffen. Aber sehr, sehr interessante Gegend. Also hier sind ordentlich starke Gegner mit bei. Da können wir uns später schön austoben. Gerne in die Kommentare, wenn jemand schon hier in dem Gebiet unterwegs ist, wie es so ist. Eure Erfahrungswerte bitte. So, kommen wir hier lang oder ist hier der Tod? Ah, ich weiß nicht. Ah, doch. Was ist das denn? Okay, es war anscheinend nicht gewollt, dass wir da runterspringen. Wo wir jetzt hier gelandet sind, keine Ahnung. Aber ich würde ganz gerne meine Runen noch vorher zurückhaben. Hat er die mir echt jetzt beim Sumpf hingestellt, die Runen? Das sieht so aus, als wenn die Runen echt bei der Gnade sind, wo wir gestartet haben. Nee. Aber wo hat er uns denn jetzt hier hingeschickt? Wir sind hier bei einer völlig falschen Gnade jetzt gerade. Guck mal, hier hinten. Hier hinten sind meine Seelen, meine Runen. Was suchen die denn da? Passt auf, Leute, wir machen das so. Wir reisen jetzt erstmal hier hin. Dann machen wir erstmal die Karte klar. Und dann holen wir uns unsere Seelen zurück. Ah, da lässt er mich nicht hoch. Da lässt er mich nicht hoch.
Sehr, sehr merkwürdig gerade mit den Runen, dass der mich so weit weggeportet hat. Nach dem Sturz. Vielleicht habe ich da irgendeinen Bug oder sowas ausgelöst durch diese Wand, wo ich runtergesprungen bin. Keine Ahnung. Okay, den Bären haben wir wütend gemacht. Okay, ist nicht mehr weit. Ach, scheiße. Ach, komm schon. Gut, damit sind die Runen jetzt auch hinüber. Die können wir jetzt vergessen. Gott sei Dank haben wir da diese Schriftrolle oder diese Handwerksrepertoires gekauft. Weil ich hab's euch ja gesagt, die sind wieder alle weg, die Runen. Wir müssen auch langsam mal anfangen, mal ein bisschen entspannter und ein bisschen präziser zu spielen. Vorsichtiger. Weil so viel Runen, wie ich jetzt schon verloren habe, wir hätten locker schon ein paar Level aufsteigen können. Muss ja nicht sein. So, hier sind. Na, wie viele Runen waren es gewesen? Ja, zeigt er mir jetzt gerade nicht an. Aber ich müsste doch hier locker runterkommen. Auf jeden Fall hier. Ja. Okay, jetzt sind wir auf der richtigen Fährte. Hallo, ist da jemand? Irgendjemand, der hier wieder Hilfe braucht? Hier kommen wir nochmal her, Leute. Das gucken wir uns in Ruhe an, wer hier Hilfe braucht. Ich möchte jetzt gerne erstmal die Karte freischalten. Rennt uns ja nicht weg. Das werden wir alles noch erledigen. Aber ich würde ganz gerne erstmal jetzt die Karte da freischalten, damit wir da safe sind. Damit wir. Oh, okay. Wahnsinn, was hier abgeht. Was ist das hier? Was ist das denn? Da ist eine Fährte. Wo? Ja, okay, zum Grizzly. Da warte ich lieber noch, bis wir so weit sind mit dem Grizzly. Ja, und beim Grizzly ist auch noch die Karte, wa? Ich sehe es schon kommen. Ja, müssen wir kurz mal einsammeln. Sehr schön, haben wir das auch erledigt? Schön, jetzt ist die nämlich auch freigeschaltet. Jetzt sieht es natürlich etwas attraktiver aus. Das war mir sehr, sehr wichtig gewesen, dass wir das auf jeden Fall freischalten. Gut, jetzt bin ich am Überlegen. Machen wir in der nächsten Folge erstmal das Gebiet hier klar. Was meint ihr? Mit den Grizzly legen und so weiter. Bevor wir jetzt hier drüben in der Story dann weiter streiten, würde ich sagen, dass wir erstmal das Gebiet jetzt hier machen. Dass wir da auf jeden Fall safe sind. Das machen wir sowieso später erst das Rote hier. Da sind wir einfach noch zu schwach dafür. Und hier hinten die Burg, die wird auch bestimmt endheftig werden. Aber ich würde sagen, erstmal das Gebiet hier und dann stoßen wir in der Kampagne ein bisschen weiter in der Story, dass wir da auf jeden Fall weiterkommen. Gut, Leute, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr am Start gewesen seid und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Stefan. Ciao, ciao.